Hallo Leute, und damit darf ich euch auch an dieser Stelle recht herzlich willkommen heißen zu diesem neuen Video. Heute wird das Thema von diesem Werkstatt-Tagebuch sein, dass ich mal so ein bisschen drauf eingehe, wie ich das so mit meinen Holzabfällen löse. Das ist ja immer ein prägnantes Problem. Deswegen bleibt gerne am Video dran. Ihr werdet bestimmt erstaunt sein, was ich tatsächlich damit mache. Und das letzte Video ist recht gut bei euch angekommen, weswegen mich das munter gestimmt hat, nochmal sowas zu drehen. Ihr bekommt ein paar Hintergrundinformationen, wie und warum ich manche Dinge halt eben mache. Es gibt da so ein, zwei Tricks dabei und darum soll es heute halt eben gehen. Leute, neuer Tag, neues Glück. Gestern haben wir das Großprojekt fertiggestellt, ich zeig's euch. Das ist der Wahnsinn, oder? So viel Material. Ich muss jetzt auch gleich Sippo zuschneiden, weil die ausverkauft sind. Aber ich zeige euch mal was. Was eine Katastrophe. Überall Zeug. Das sind so die letzten Reste an Werkzeug. Hier sind jetzt noch ein paar Platten. Die werden alle klein geschnitten. Alles habe ich nicht in mein Holzregal reingepackt, einfach nur aus dem Grund, zum Beispiel bei dieser krummen Buchenbohle, die ist sehr, sehr geschüsselt und ich will da nur Hölzer reinpacken, die dort sicher drin gelagert werden können. Das bedeutet, wenn ich drei Bohlen übereinander habe und eine davon sehr, sehr geschüsselt ist, dann wackelt mir das zu viel. Das Ganze soll sicher sein, damit ich hier halt eben niemals irgendwas Schlimmes erleben muss. Deswegen kommt diese runde Bohle raus. Wenn ich genügend Platz habe, tue ich es einfach in einem einfachen Fach lagern. Ihr seht auch gerade mal so ein bisschen, wie ich teilweise arbeite, wenn ich aufräume. Ich zeige es euch einfach einmal. Ich habe hier Müll, das ist Epoxy, der ist leider ausgehärtet. Und draußen habe ich extra einen Anhänger, wo der ganze Müll rein kann. Aber es ist jetzt so viel Zeug, dass ich jetzt erstmal hinten die ganzen Platten klein schneide. Die kommen sowieso in den Abfall. Deswegen kommt das jetzt erst, bevor ich alles aufräume. Macht das Sinn? Für mich ja. Und an der Stelle habe ich dann nämlich schon angefangen, die einzelnen Plattenreste mal zu nehmen und habe sie klein geschnitten. An der Stelle, währenddessen ich das Ganze klein schneide und ich euch danach sage, was ich mit diesen Resten tue, hier noch die Information. Wenn du kostenlos Zeug haben möchtest, dann schau unbedingt mal auf meinem Instagram-Kanal vorbei und folg dort einfach regelmäßig. Ist kein Scherz. Die Leute, die auf Instagram dabei sind, können es gerne mal reinschreiben. Die letzte Zeit tue ich sehr, sehr viel ausmisten. Da fliegt sehr viel in den Müll. Auch Plattenmaterialien. Ich habe sehr, sehr viele Spanplatten noch, falls jemand da was haben möchte. Verschenke ich. Ihr müsst nur kommen und es abholen. Des Weiteren zeige ich euch auch so ein paar Maschinen, die ich zum Beispiel verkaufe, weil ich habe einfach von allem zu viel. Also Thema Holzabfälle. Ihr seht, ich habe hier sehr, sehr viele Spanplatten. Das ist natürlich kein Vollholz, das heißt, man kann es nicht normal irgendwie bei einem offenen Feuer verbrennen. Wobei ich jetzt ehrlich mit euch bin, ich bin mir im deutschen Land, dem Land der ganz, ganz vielen Gesetze, bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob man Spanplatten in einem offenen Feuer verbrennen darf. Ich sehe andere, die machen das. Ich habe aber einen Kollegen und da bin ich echt super froh drum, der hat so einen krassen Allesbrenner, der hat, ich weiß gar nicht, wie viel KW der hat, der ist höllengroß, dieser Ofen. Da kann er zum Glück alles drin verbrennen und der bekommt solche Restabfälle, diese Holzabfälle bekommt der und heizt damit tatsächlich seine Halle. Da kommen meine ganzen Holzabfälle hin. Aber Thema Holzabfälle, was Massivholz angeht, gibt es später im Video noch ein paar Informationen. Wenn ihr mich jetzt fragen würdet, wo würde ich sonst meine Holzabfälle hinpacken? Ich habe bei uns bei der Müllverbrennungsanlage mal nachgeschaut, da kosten 100 Kilo um die 18 Euro, glaube ich. Das bedeutet, so ein Big Pack, was wiegt der? 300 Kilo, dann ist er schon wirklich sehr, sehr schwer. Dann wäre das eine wirklich gute Alternative, dass man dort seine Plattenreste auch zum Entsorgen bringt. Fun Fact an der Stelle, für die Leute, die sehr, sehr viele Späne haben, da habe ich keine guten Nachrichten. Ich habe auch erst vor kurzem mal nachgefragt, was kostet es eigentlich, Späne zu entsorgen. Da wurde uns gesagt, pro Kubikmeter, und das ist wirklich nicht viel, ein Kubikmeter. Ich glaube, da sind wir bei 55 Euro gewesen. Deswegen bin ich froh, dass ich meine Brikettpresse noch habe, dass ich halt einfach alles verpressen kann. Und dann kann ich das auch jemandem geben, der das entsprechend verbrennen kann. Dann habe ich keinerlei Kosten mit den Abfällen, weil hier fällt, habt ihr gerade auch so ein bisschen gesehen, ultra viel Material an. Aber es gibt noch andere Handwerker, es gibt noch andere Schreiner, die das vielleicht auch interessieren könnte, wie ihr das Ganze löst. Also schreibt es mal gerne in die Kommentare, was tut ihr mit euren Plattenabschnitten und mit euren Spänen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, ich lese mir jeden Kommentar durch, bin auch ultra dankbar für. Ich freue mich auf jeden neuen Kommentar und deswegen vielen lieben Dank. An der Stelle. Das hier in diesem Video ist auch ein besonderer Fall. Es haben sich sehr, sehr viele Plattenreste angesammelt. Normalerweise fällt nicht so viel Plattenmaterial hier bei mir an, weil normalerweise verarbeite ich nur Massivholz. Das heißt, in dem Fall war das hier mal eine Ausnahmesituation. Normalerweise fallen hier nur Massivholzreste an. Die sind dann halt eben gar kein Problem in der Entsorgung, weil jeder ist eigentlich glücklich, der irgendwie einen Ofen hat. Da kann man die dem halt eben schenken. Aber hier noch ein Punkt, so was gerade das Thema Rückenschonen angeht. Ihr seht hier diese Kiste. Die ist ja aus MDF, die habe ich in dem letzten Vlog nämlich mit euch zusammen gebaut. Und ich versuche mittlerweile, mich nicht mehr unnötig zu quälen.
weil ich halt auch eben gerade einen Stapler habe. Die Kiste hier hat schätzungsweise 40, 50 Kilo gewogen und man kann die irgendwie noch hochheben und ich könnte die auch irgendwie noch in diese Gitterbox reinkippen, aber ich will das Ganze hier länger machen, deswegen will ich mich nicht unnötig quälen und deswegen benutze ich auch in dem Fall meinen Stapler. Ab und zu, wenn ich ein bisschen mehr Plattenmaterial bestelle, wie zum Beispiel das MDF, was ich für das letzte Projekt geliefert bekommen habe, dann kommt das ab und zu auf einer Palette an. Ab und zu ist auch einfach nur eine Spanplatte drunter, da werde ich dann auch immer vom Holzlieferanten gefragt, willst du die haben? Ja oder nein? Wenn ja, ist sie kostenlos, wenn nein, holen wir sie wieder mit. In dem Fall habe ich eine Palette mal bekommen und da habe ich das Ganze auch auf der Formatkreissäge zugeschnitten. Da mag man jetzt denken, okay, drauflegen, zuschneiden. Wenn ihr das Ganze macht, passt da höllisch auf. Ihr müsst euch immer vorstellen, ihr habt eine Palette und dazwischen ist immer Luft. Und wenn die Palette links noch durch zwei Kanthölzer gehalten wird, dann ist das stabil. Sobald aber das Ganze ein bisschen instabiler wird, könnt ihr es euch so vorstellen, dass es ein Brett auf der Formatkreissäge liegt, was nicht an einem Anschlag liegt, sondern einfach nur frei auf der Formatkreissäge. Und da müsst ihr höllisch aufpassen, das neigt sehr gerne dazu, sich zu verkeilen. Und dann fliegt es halt eben zu euch. Deswegen schneide ich das hier extrem langsam zu und passe bei jedem Streifen auf, dass es keinen Klemmer gibt. Denn bei solchen komischen Teilen auf der Formatkreissäge muss man einfach höllisch aufpassen. Alles, was ein bisschen kleiner ist, alles, was ein bisschen mehr Kippelgefahr hat auf der Formatkreissäge, geht direkt zur Bandsäge. Dort schneide ich nämlich alles mit der Bandsäge dann noch kleiner, damit es halt eben, ja, platztechnisch optimiert ist in dem Big Pack und ich nicht so oft diesen Big Pack entleeren muss. Leute, an der Stelle gerade noch eine Information für euch. Die Leute, die den Newsletter abonniert haben, werden festgestellt haben, dass wir öfters Infos rausschicken. Das hat ein paar Gründe. Ihr wisst ja, dass ich vorher, also diejenigen, die abonniert haben, ich habe da vorher so gut wie nichts rausgeschickt und wenn, war es mal ein Drechselkurstermin. Im Moment sind wir das ganze Lager so ein bisschen am Umstrukturieren und da ergeben sich halt eben größere Rabatte. Da lassen wir euch nämlich immer als erstes das Ganze wissen, wenn es halt eben soweit ist. Und ihr habt auch schon die Information bekommen, dass das Kontoholz finde ich ausverkauft ist. Und das ist so eine kleine Tradition, dass wenn das ausverkauft ist, wir eine Vorverkaufsaktion starten und ihr hier einfach ein paar Euro sparen könnt. Das geht übrigens, wenn das Video hier online ist, morgen raus, am Montag, da sollten die ganzen Pakete dann geliefert werden. Als Dank an euch habe ich mich dazu entschieden, dass wir in diesem Fall zwei Geschenke in die Kiste reinpacken für all diejenigen, die eine Dose Finish vorbestellt haben. Ich werde euch nicht genau sagen, was es ist, verlinkt mich gerne mal auf Instagram, wenn die Dose dann bei euch ankommt. Ihr bekommt zwei Goodies dazu, das sind zwei praktische Sachen, einmal was für den Garten und einmal was für den nächsten Sommerurlaub. Da bin ich gespannt auf eure Reaktion. Also, Dankeschön. Dieser Schluck Kaffee geht auf euch. Als nächstes tun wir mal Rohlinge zuschneiden. Da hole ich nicht das Zuschnittblatt, das ist ein bisschen stumpf. Das hole ich so für die nicht so wichtigen Sachen. Jetzt will ich aber richtig viel mit Material zersparen, deswegen kommt schnell ein frisches Blatt. Anfängt am Rande, wenn man das Blatt hier wechselt, dann ist man mit seinem Knie hier immer gefährlich nah an dem Hauptschalter. Seht ihr, wenn man hier arbeitet, kommt man recht schnell hier an den Hauptschalter. Deswegen mache ich immer den Hauptschalter auch aus, damit hier gar kein Strom drauf ist. Alle haben darauf gewartet, wie benutze ich das Krag am Regal? Hier seht ihr es. Hier habe ich mir nämlich jetzt einmal Sippo-Blockware geschnappt. Da habe ich die in zwei Dicken hier, 52 und 65 mm Blockware. 65 mm Blockware für die Drechselkurs-Schalenrohlinge und die 52er Blockware ist einmal für die großen Schalenrohlinge. Da bekommt ihr gleich ein paar Informationen und einmal für die Stierholzschneidebretter, weil da einfach das Handling ein bisschen angenehmer ist. Wenn immer ich Rohlinge zuschneide, achte ich hier speziell drauf, dass da keine Risse drin sind. Einfach, dass die Sicherheit bei euch gegeben ist und ihr halt eben kein rissiges Material drechselt und ihr euch am Schluss nicht freuen könnt, weil ihr halt eben defektes Holz habt. Deswegen schneide ich hier immer gut was an den Stirnseiten ab. Das ist für mich Abfall und da gehe ich aber einfach auf Nummer sicher, dass ihr halt eben gute Ware bei euch habt und das tue ich hier gerade. Und wenn das getan ist, kann ich dann auch die einzelnen Rohlinge schon grob ablenken und dann konnte ich sie nämlich einmal besäumen. Moment, da war ich zu schnell. Ich habe mir, bevor ich das Sippo zugeschnitten habe, erst noch ein bisschen europäische Kirsche aus meinem Krag am Regal geschnappt, denn da wollte ich noch was draus bauen. Und wenn ich diese Arbeitsschritte hintereinander mache, spare ich einfach ein bisschen Zeit und das gibt einen schöneren Workflow. Nachdem ich mir die europäische Kirsche geschnappt habe, ging es auch schon direkt in die Werkstatt. Da habe ich das Ganze vorbereitet und da konnte ich es dann auch direkt schon zu einem Brett verleimen. Denn das war eine Kundenbestellung, das war ein europäisches Kirsche Stirnholzschneidebrett. Und hier soll es gar nicht um das Schneidebrett gehen, sondern um die Verleimung. Denn ihr seht, dass ich hier eine Farbrolle benutze. Die seht ihr gleich noch ein bisschen besser. Ich verteile den Leim hier mit einer Farbrolle. Das funktioniert extrem gleichmäßig und vor allen Dingen könnt ihr diese Farbrolle mit dem Leim sehr, sehr oft benutzen. Das seht ihr aber erst gleich. Hier war es jetzt ein bisschen wirr, weil ihr habt gesehen, ich habe Holz abgelenkt und habe es direkt verleimt.
Da gehe ich auch gleich drauf ein, denn das ist mit das Holz, was ich gerade abgeladen habe. Das ist Holz, was ich schon früher vorbereitet habe. Das war, wie gesagt, eine Kundenbestellung. Die wird immer priorisiert behandelt. Das bedeutet, das andere hat nichts mit einem Kunden zu tun, noch nicht. Deswegen schiebe ich immer erstmal den Kunden vor, damit das alles schnellstmöglich fertig wird. Für euch als grobe Information, warum es halt eben jetzt so ein bisschen gedreht ist. Denn das, was ich jetzt zuschneide, sind auch Stirnholzschneidebretter, die waren aber noch nicht verkauft oder die sind noch nicht verkauft. Die Zipperrohlinge mussten dann nur noch abgelenkt werden, nachdem ich sie auf Breite geschnitten habe. Danach konnte ich sie direkt ins Lager räumen, dann werden sie eingebucht und dann ist das Ganze auch tatsächlich schon erledigt. Was jetzt aber als nächstes kommt, weil das hier war jetzt tatsächlich nur eine Bohle. Die Spänetüten sind recht voll. Ich will mir eigentlich generell angewöhnen, dass ich die recht kontinuierlich leer mache, dann sind sie auch nicht immer so schwer. Und dann passiert auch das Folgende. Ich zeig's euch mal. Ich ziehe hier mal eine Spänetonne raus. Wir haben hier vorne zwar ein Guckloch, aber wenn man sehr, sehr viel hobelt, dann kann es ab hier schnell passieren, dass die Tonne zu voll wird. Und dann seht ihr halt eben, dass da hinten sich einiges an Spänen sammelt. Will ich bei der nächsten Verrohrung ein bisschen mit beachten, dass ich das rauskehren kann und dann halt eben hier einen Haufen absaugen kann. Gerade hier so ein paar Worte zum Thema Absaugen. Diese Spänen hier würde ich absaugen, weil dort hinten halt eben keine Schadstoffe sind. Das bedeutet Metall oder irgendwelche Schrauben, die die Brikettpresse kaputt machen könnten. Alles, was sich sonst in der Werkstatt an Spänen ansammelt, auch wenn das mal ein großer Eimer voll ist, das kommt in den Restmüll. Einfach aus dem Grund, weil da Schrauben drin sein könnten, da könnten irgendwelche Metallsplitter drin sein. Die würden die Brikettpresse halt eben schaden und deswegen sauge ich halt eben wirklich nur an den Punkten ab, wo ich vorher weiß, dass da nichts war. Also ein Beispiel hier unter der Absauganlage, das kann ich absaugen, da ist nichts, da kann ja auch nichts hin. Und hinten an dem Drechselkursbereich, da ist es vorher immer blitzeblank, Schrauben werden dort keine rausgedreht, das heißt die Späne landen eben auch in der Brikettieranlage. Aber alles andere, was hier anfällt, Salzmann, wirklich ein großer Eimer, wird nicht abgesaugt, ist zu gefährlich, dass die Brikettpresse halt eben kaputt geht. Ich finde es auch immer ganz witzig, wenn man hier jetzt mal reinschaut, dass hier sind alles Sägespäne, also nicht alles, sondern hier oben die ersten paar Zentimeter, feinste Eurokirschen-Sägespäne. Unten drunter haben wir natürlich dann die Hobelspäne. Das hier werden richtig gute Briketts. Die Späne sind recht dicht, das heißt, die Briketts werden noch recht groß. An dieser Stelle würde ich dich einmal bitten, schreib mal ein bisschen Feedback in die Kommentare. Das hier ist was ganz Neues für mich. Das ist nämlich auch schon der Tag 2, an dem ich das Ganze hier aufnehme. Wie gesagt, viel Computerkram fällt immer dazwischen an. Ich gebe mir da nochmal so ein bisschen Luft, um alles wieder in Reihe zu bekommen, weil das Großprojekt für diese Woche schon fertig ist. Da habe ich schön Gas gegeben und deswegen kommen jetzt eben so diese kleineren Aufgaben und so die kleineren Aufgaben, wie auch zum Beispiel die Schneidebretter, dass es hoffentlich langfristig hier weitergeht. Deswegen lass mal ein bisschen Feedback da. Auch so Themen hier mit dem Absaugen. Vielleicht ist das für irgendjemanden mal interessant. Interessant zu wissen oder ist ein guter Gedenkanstoß, falls er sich dann auch mal entscheidet, eine Brikettpresse selbst zu bauen. Da würde ich es nämlich ähnlich machen. Nachdem ich die Absauganlage entleert habe, ging es auch direkt wieder zu dieser Kundenbestellung. Da muss ich dieses gerade gehobelte Brett einmal ablenken, damit ich halt eben das Ganze als Stirnholz verleimen kann. Und hier seht ihr meinen Leimroller. Das ist einfach, wie gesagt, eine Farbrolle, die ich die ganze Zeit in dieser IKEA-Kunststoffkiste lagere. Das Ganze ist mittlerweile ungefähr 4 Wochen alt und das Ganze ist nicht ausgehärtet. Ihr müsst immer nur darauf achten, dass der Roller vorne in Leim drin liegt. Das bedeutet, legt das Ganze schief, macht genügend Holzleim rein, dann könnt ihr diesen Roller ganz, ganz oft benutzen, bevor ihr ihn sauber machen müsst, weil er halt eben aushärtet. Aber so habt ihr halt eben immer einen schönen Leimroller, ohne irgendwas sauber machen zu müssen, denn das Saubermachen nervt meistens am meisten und so ist das ein schöner Trick. Leute, ich kann euch da noch außerdem eine Information geben. Seit dem letzten Mal ist wieder einiges passiert. Wir haben nämlich 2 neue Produkte im Online-Shop, die ich euch einmal zeige. Die werden aber wahrscheinlich die meisten schon kennen. Und zwar sind es diese beiden Produkte hier. Das Geile, kann ich direkt an erster Stelle sagen, ist einfach, dass der Halter der Stifte in eurer Stiftetasche auch stecken bleibt, auch wenn ihr den halt benutzt. Ihr seht, egal wie oft ich den hier rein und rauspacke, das Ganze hält wunderbar in der Stiftetasche. Hier haben wir einmal diese beiden Varianten. Wir haben den Picker Fine Dry und wir haben den Picker Dry. Der Dry, das ist zum Beispiel hier dieser dicke Minenbleistift. Der ist ideal, wenn er etwas grob anzeichnen möchte, wenn er zum Beispiel Blockware abschneidet. Das habe ich gerade eben gemacht. Oder halt eben gerade hier dieser Minenbleistift mit einer 0,9er Mine inklusive Radierer. Wunderbares Teil, funktioniert wirklich gut. Also das ist so der erste Stift, der mir auch wirklich Spaß macht in der Benutzung, weil man nicht so schnell verliert wegen diesem Halter. Das Ganze kommt bei euch natürlich inklusive Ersatzminen an. Ich will hier draußen jetzt keine Werbeshow machen, deswegen zeige ich euch nicht noch die Verpackungen. Wenn ihr sowas haben möchtet, die sind recht preiswert bei uns auf der Webseite, schaut einfach in der Videobeschreibung vorbei. Und dann haben wir noch 2 neue Produkte, die zeige ich euch einmal, weil das sind halt eben Dinge, die behandle ich hier in diesen Videos, weil ich das im Hintergrund halt eben immer weiter vorantreibe. In dem letzten
ja, Vlog aus hier dieser Werkstatt, habe ich euch die kleineren Drechselrohlinge gezeigt. Wir haben jetzt auch hier diese größeren Drechselrohlinge im Sortiment. Was entsteht daraus? In erster Linie entstehen daraus hier diese Platten, die ich in meinem fortgeschrittenen Drechselkurs mit den Teilnehmern halt eben drechsel. Und wenn ihr halt eben jetzt das zu Hause nachdrechseln möchtet, dann findet ihr das passende Holz bei mir im Onlineshop. 30x30 x 52 mm Stärke. Wunderbares Holz, um zum Beispiel sowas hier zu drechseln. Sehr, sehr edel. Ihr habt gerade in dem vergangenen Teil des Videos auch gesehen, dass ich recht viel Holz auf Länge zugeschnitten habe, besäumt habe und verschiedene Dinge daraus gefertigt habe. Weil das halt eben jetzt so gefertigt wird, bedeutet mehr Massivholz direkt hintereinander. Das bedeutet, der Abfallkübel ist voll mit Massivholz. Habe ich mich halt eben jetzt auch dazu entschieden, dass ich eine kleine Restholzkiste anbieten werde. Die sieht dann ungefähr so aus. Das sind 3 Kilogramm mit verschiedenen Resthölzern. Ganz bewusst nicht sortiert, weil das Ganze soll günstig bleiben. Wenn ich mich da noch hinstelle und das halt eben sortiere, wird es irgendwann ein bisschen schwierig. Das sind 3 Kilogramm für einen Zehner. Wenn ihr zum Beispiel Kleinteile mit einer Dekupiersäge herstellt, dann ist das hier schickes Holz, wenn ihr sowas halt eben haben möchtet. Wichtig, da sind dünne Stücke dabei, da sind breite Stücke dabei, da sind Stücke mit Waldkante dabei, durchgemischt. Das sind Resthölzer, so wie sie hier anfallen, aber halt generell Harthölzer, keine Weichhölzer wie zum Beispiel Fichte oder irgendwas ähnliches. Das sind alles Harthölzer, Sippu, Eiche, Kirsche, manchmal ist auch was Exotisches dabei, Amaranth, Mari, Kari und so weiter und so fort. Ihr habt es in den vergangenen Projekten gesehen, was ich so verarbeite. Ich achte natürlich darauf, dass das keine 3, 4, 5 cm langen Stücke sind. Das hier sind alles abgeschnittene oder abgelenkte Stücke, die ich an der Bandsäge halt eben klein schneide, dass sie hier in den kleinen Karton reinpassen. Für euch als Info gibt es für einen Zehner mit den Goodies wie eh und je jetzt auch auf der Webseite zu kaufen. Dann nehme ich euch noch gerade einmal mit. Ich habe nämlich die Werkstatt gut aufgeräumt. Die Brikettpresse hat ein bisschen zu kämpfen. Da sind viele MDF-Späne dabei. Da rattert und knattert die auch ab und zu. Komm, ich mache euch sogar extra das Licht an. Diese schicke Systembohrmaschine könnt ihr übrigens kaufen. Die kostet 500 Euro, das was ich damals bezahlt habe. Ich brauche sie nämlich. Natürlich inklusive Rechnung und die 500 Euro sind brutto. Schreibt mal also eine E-Mail, wenn sie da noch da ist. Dann werdet ihr natürlich eine Antwort bekommen, falls ihr diese Meppler Systembohrmaschine gerne haben möchtet. So sieht es hier jetzt aus. Einiges hat sich getan. Ihr seht, viel Arbeitsfläche hat sich ergeben. Hier links ist noch ein bisschen Chaos. Das wird aber jetzt bald alles nochmal mit weggeräumt. Es sieht jetzt schon ein gutes Stück besser aus. Hier die Pendelsäge hat natürlich ihren schönen Platz. Die ganzen Leitern stehen jetzt mal dort. Wunderbar. Und was mich mit am meisten freut, ist, dass das Nebentor langsam mal wieder frei wird, damit ich halt eben hier die ganzen Abfälle direkt in den Anhänger packen kann. Und da wird noch einiges aussortiert. Ich habe so viel weggeworfen. Weil sich so dermaßen viel angesammelt hat. Also wirklich brutal. So viel ist in die Mülltonne gelandet. Und ich sehe gerade so einen ganzen Stapel Sägeblätter. Der wird wahrscheinlich auch bald in die Tonne fliegen. Ich packe euch unten mal den Link in die Videobeschreibung zu unserem Newsletter. Tragt euch dort gerne mal ein. Welche Informationen bekommt ihr dort? Ihr bekommt Informationen als allererstes, wenn wir neue Produkte bekommen. Da ist nämlich im Moment schon ein neues Produkt auf dem Weg und noch ein neues Produkt kommt auch gerade rein. Das heißt, ihr bekommt Informationen, wenn wir neue Produkte launchen. Ihr bekommt aber noch natürlich Informationen, wenn wir Produkte rabattieren. Und da sind wir im Moment tatsächlich bei vielen Produkten dabei, weil wir halt eben das Lager so ein bisschen aufräumen, damit es halt eben langfristig funktioniert. Aber wir ballern euch nicht nur zu mit Werbung, wir werden auch eine regelmäßige Verlosung einführen. Da haben wir uns ein paar coole Dinge überlegt und da habe ich mir als Spezial auch überlegt, das werde ich in einem separaten Video euch natürlich da noch zeigen. Ich habe mir überlegt, dass ich meine selbstgebaute Brikettpresse verlose bzw. verschenke. Das Ganze aber tatsächlich über den Newsletter. Das bedeutet, wenn ihr Lust auf diese Brikettpresse habt, dann werden wir einmal von unseren Newsletter-Kunden das Ganze ausfiltern und nämlich dort auch direkt die Kunden informieren. Hier an der Stelle war ich auch nochmal ein bisschen fleißig im Hintergrund. Wir haben jetzt auch Eschenholzrohlinge. Esche ist natürlich ein bisschen günstiger als Sippo, deswegen sind größere Rohlinge auch recht preiswert. Und da packe ich euch auch den direkten Link unten in die Videobeschreibung. Ganz genau. Ist jetzt nämlich online. Ich glaube 11,95 Euro für einen 25 cm Rohling in 65 mm Stärke. Es geht gleich noch ein bisschen weiter. Es gibt noch ein paar Informationen und ich weiß, das war jetzt in diesem Video ein bisschen mehr Eigenwerbung, aber ich will euch einfach nur so ein bisschen zeigen, was im Hintergrund halt eben abgeht. Weil vielleicht können sich noch ein paar Leute daran erinnern. Spanhaube für die Formatkreissäge, da haben wir auch was gemacht. Ich zeige es euch mal, das hat so niemand. Moment. Also Leute, seid ihr bereit? Ich habe mit dem lieben Andreas das Ganze bequatscht. Der Andreas hat hier sehr, sehr viel Zeit reingesteckt und hat für mich diese Spanhaube designt. Da werde ich natürlich noch ein entsprechendes
Obergestell bauen, damit man die perfekte Absaugung an einer Formatkreissäge oder an einer Tischkreissäge hat. Das ist nämlich auch noch im Hintergrund passiert. Ich will euch das nicht so genau zeigen, da ist ein bisschen Hirnschmalz drin vom lieben Andreas und auch so ein bisschen von mir. Und das wird wirklich cool. Wie gesagt, es war ein bisschen mehr Werbung in dem Video, aber es passiert trotzdem noch weitaus mehr im Hintergrund. Diese coole Spanhaube funktioniert ultimativ gut. Ich freue mich schon selbst riesig. Die Schneidebretter sind noch in den Zwingen und auch da bin ich derzeit an einem richtig geilen Projekt dran. Und zwar geht es um eine Rahmenpresse. Da freue ich mich auch schon maximal. Da hole ich mir nämlich auch Hilfe ins Boot. Das Ganze baue ich mit einem Partner nächste Woche Mittwoch. Das gibt es so auch noch nicht. Also im Moment ist sehr, sehr viel. Und da freue ich mich, euch dieses Hammerprojekt im nächsten Video zeigen zu können. Nur in dem Fall war es halt eben ein bisschen mehr Holzarbeiten für den Online-Shop. Und das habe ich so an zwei Tagen gemacht. Unter anderem neben den vielen Stunden am Computer. Leute, ich wünsche euch was. Ciao.